Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 1. April 2018? Bevor ich beginne, ich möchte mal über meinen Erfolg berichten, weil ich freue mich so sehr, dass die Traumdeutung gut ankommt. Ich habe heute gerade die vierte Anruf erhalten und die Menschen erzählen ihren Träume und fragen nach, was dieser Traum bedeutet. Und es hat wirklich eine Bedeutung. Wenn wir schlafen, verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Einflüsse. Diese Träume haben keine Bedeutung. Wir vergessen das auch. Aber es gibt eine andere Art von Traum und das ist die Sprache der Seele. Dann träumen wir eine Geschichte. Und das vergessen wir auch nicht. Natürlich nützt die Seele aus, dass wir in unbewusstem Zustand sind und schlafen, weil ein Wachzustand würde unseren Verstand einschalten und das wäre ein Widerspruch. Wir würden das gar nicht zulassen, dass die Seele spricht. Also die Seele nützt diesen Zustand aus und spricht zu uns in eine wunderschöne Bildersprache. Und das ist natürlich symbolisch alles gemeint. Es gibt natürlich Traumdeutung-Bücher, aber da aufschlagen, nachzulesen, was das bedeutet, das finde ich eckig, trocken. Entweder hat man das Gefühl dazu und kann man Träume deuten, oder hat man das Gefühl nicht. Und ich würde mal behaupten, dass ich das Gefühl dazu habe und ich liebe das auch. Ich liebe das so sehr, das anzuhören und mir spricht das an und ich verstehe das auch. Und ich kann das nur weiterempfehlen, auf diesem Träume zum Hören, weil man versteht vieles. Und es kommt von unserem Inneren. Und es ist kein April-Scherz. Aber jetzt schauen wir den heutigen Tag mal astrologisch an. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage und Mond. Nach diesem Vollmond hat eine abnehmende Mondphase natürlich, ist noch im Tierkreiszeichen Waage, aber übergeht in Tierkreiszeichen Skorpion. Die Liebesplanet Venus bewegt sich jetzt im Tierkreiszeichen Stier und das hat für die Stiergeborenen und auch für die Skorpiongeborenen eine Bedeutung. Bei den Stiergeborenen bewegt sich etwas in die Liebe-Partnerschaft und für die Skorpiongeborenen spiegelt das etwas. Also die Skorpiongeborenen sollen auf anderen zugehen und Gefühlen zeigen. Was ist die Bewegung noch heute? Merkur hat einen unteren Konjunktion zu Sonne in Tierkreiszeichen Widder. Die Scheinbewegung, die Sonne ist eine Vorwärtsbewegung, kommt Klarheit oder dieses Bedürfnis nach Klarheit und Merkur ist in einer Rückwärtsbewegung. Das bremst etwas oder hat etwas, das mit der Vergangenheit was zu tun, weil wir das Bedürfnis haben, etwas zum Klären, das Ansprechen, was die Vergangenheit betrifft. Welche Einflüsse kommen noch? Mond hat einen Einfluss von Sternforamen. Diesem Sternforamen befindet sich im Schiff Argo. Und mit diesem Schiff Argo sind die Argonauten gefahren und haben die goldenen Felder wiedergeholt. Das hat mit Bewegung etwas zu tun, das hat mit Handeln zu tun, mit Reisen etwas zu tun. Dieser Foramen ist ein Loch und eine Öffnung im Schiff Argo. Rundherum ist Nebel, das erschwert ein bisschen diese Tür zum Öffnen.
Aber die Bedeutung ist, mit dem richtigen Schlüssel die richtigen Tür zu öffnen und etwas dadurch in Bewegung setzen, auch wenn da rundherum alles unklar und undeutig für uns erscheint. Spica bestrahlt auch die heutigen Mondbewegung. Spica wurde bei den Ägyptern verehrt, das ist die Göttin Hathor, die Göttin die Lebensfreude, die Mütterlichkeit und die Weiblichkeit. Also wir sollen die weibliche Energie auch natürlich spüren, oder hat es mit Mütterlichkeit oder mit Schwangerschaft etwas zu tun, aber vermittelt auch Lebensfreude. Arcturus bestrahlt auch die heutige Mondbewegung. Arcturus befindet sich im Bärenhüter. Und der Bärenhüter hütet den großen Bär und den kleinen Bär. Callisto und ihren Sohn. Die Mama Bär und ihr Sohn, die Geschichte habe ich ein paar Mal erzählt. Aber heute geht es um den Bärenhüter. Und in diesem Sternbild befindet sich Arcturus, ein rot-orange-farbigen Stern mit ganz leuchtenden Kraft. Die Araber nennen diesen Stern Haris As-Sama und bedeutet übersetzt Wächter des Himmels. Also das heißt, dass wir in diesem Vertrauen bleiben sollen, dass das Göttliche, die Schöpfung oder die Himmel uns bewacht und beschützt. Also die Bärenhüter ist das Symbol dafür, dass wir bewacht und beschützt fühlen sollen. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht immer noch die Tierkreiszeichen wieder in Osthorizont auf. In die gleiche Moment geht selbstverständlich die Tierkreiszeichen Waage in Westhorizont nach unten. Das ist ein Bedürfnis für die Wiedergeborenen wahrgenommen werden, in die Mitte zu stellen. Bedürfnis auch etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren, veröffentlichen. Die Wiedergeborenen haben auch die Bedürfnis nach Wahrheit, nach Klarheit, nach Orientierung, eine Veränderung, aber möchten die Richtung bestimmen. Die Herausforderung ist die Sprache. Entweder, weil das führt zu Missverständnissen oder führt zu Streit oder keiner hört zu. Also eine gewisse Spannung ist da, was die Sprache betrifft. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist auch ein Aufstieg und die Stiergeborenen möchten auch wahrgenommen werden. Und jetzt bewegt sich hier die Liebesplanet Venus, nicht nur heute, sondern auch in die nächsten Zeit. Also es wird für die Stiergeborenen ein sehr wichtiges Thema sein, die Liebe und Partnerschaft. Momentan bei dieser Mondbewegung fühlt sich das etwas unsicher an. Aber morgen kommt schon Klarheit und die Gleichgewicht, die Harmonie im Bereich Liebe, Partnerschaft. Aber das ist das Thema für die Tageshoroskop für morgen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen verspüren eine gewisse Leichtigkeit, kommt auch etwas in Bewegung und sie haben auch Glück in die Liebe, Partnerschaft, Glück in Finanzen, auch bei Selbstständigkeit. Und bei den Gesprächen setzen sie die Zwillingsgeborenen sich ein für andere. Wenn sie spüren, da ist eine gewisse Spannung da, dann können sie die Zwillingsgeborenen für Harmonie sorgen. Also Verbindungen herstellen und vermitteln etwas. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig die Sicherheit und wichtig die Stabilität, eine feste Boden unter den Füßen. Bei vielen Krebsgeborenen bedeutet auch die Zuhause, diese Ruhe, dieser Rückzug und vielleicht sogar Veränderungen im wohnlichen Bereich, ein Umzug, eine neue Einrichtung. Aber bei vielen Krebsgeborenen bedeutet schlicht einfach dieser Rückzug, damit Kraft zu gewinnen, weil zu Hause finden die Ruhe.
In die Liebe-Partnerschaft kommt Stabilität und kommt endlich Verbesserung. Das fühlt sich sehr gut an. Es ist eine gewisse Unsicherheit momentan noch spürbar, aber ab morgen kommt alles in Bewegung oder kommt eine Bestätigung. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen verspüren die schöpferische Kraft und sie möchten das umsetzen in eine Richtung, wo sie daran Sinn sehen, wo sie das Erfolg verspüren. Und sie sind dabei gerade orientieren, Ideen umsetzen, besonders im beruflichen Situation. Aber nicht nur die Berufung wichtig oder ein Hobby wichtig, wo die Löwengeborenen diese schöpferische Kraft umsetzen wollen, sondern in die Liebe-Partnerschaft ist auch sehr wichtig, weil hier sind auch karmische Begegnungen. Jetzt durch die Venus-Bewegung in den Tierkreiszeichen Stier ist eine gewisse Spannung bei den Löwen geboren, aber vielleicht sind da karmische Themen, das zu etwas lernen davon oder bereinigen oder führt zu Trennung, aber oft ist eine Trennung auch notwendig, damit etwas Neues entstehen kann. Die Tierkreiszeichen Jungfrau-Geborenen haben zurzeit Glück in die Liebe-Partnerschaft und in den kommenden Tagen kommen die Gefühle, kommt etwas entgegen oder eine Bestätigung oder eine Nachricht oder ein Treffen. Also Glück in die Liebe-Partnerschaft und auch die Gefühle werden jetzt bewusst wahrnehmen oder die Jungfrau-Geborenen bekommen diese Bestätigung. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen verändert sich etwas. Natürlich ist das wichtige Thema immer noch die Liebe-Partnerschaft, aber in der nächsten Zeit wird auch die Berufung ein wichtiges Thema sein. Und da kommen die Veränderungen, auch die Gespräche, vielleicht ein Vorstellungsgespräch, eine Bewerbung oder ein Neuanfang. Viele Wagengeborenen starten auch eine Neuanfang, aber auch die Selbstständigkeit. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren kommt in die kommenden Tagen etwas in Bewegung und die Thema Liebe wird wichtig sein. Und das ist ein Spiegel momentan für die Skorpiongeborenen. Und das heißt, in diese Spiegel schauen und nicht nur warten, dass eine Nachricht kommt oder ein Besuch kommt, sondern entgegenkommen, auf anderen zuzugehen, verabreden oder eine Nachricht senden oder Gefühle zeigen, weil so kommt das in Harmonie, wenn die Skorpiongeborenen aktiv sind. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben wichtige Themen. Bei den Schützengeborenen ist ein wichtiges Thema die Wandlung. Die ändern sich ihren Äußeren und ändern sich ihren Einstellung oder sind in einem Prozess die Transformation, die Gefühle wie Angst loslassen oder Schuldgefühl oder Zweifel loslassen und sie spüren dann auch diese Befreiung und daran liegt auch die Kraft, dieser Mut zu haben, auch etwas verändern im Leben und die Chancen sind da, etwas verändern für einen Neuanfang. Bei vielen Schützengeborenen ist das eine Reise oder spielt die Auslandskontakte auch dabei eine große Rolle. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen haben Glück in die Liebe-Partnerschaft. Nicht nur in die Liebe-Partnerschaft haben zurzeit Glück, sondern auch bei beruflichen Erfolg. Was aber unangenehm sein kann, das ist ein Gespräch, vielleicht eine Trennung oder eine Kündigung oder eine schlechte Nachricht oder einen unangenehmen Gespräch oder Themen, was die Verträge betrifft, da kommt Ungerechtigkeit und das macht wütend die Steinbock-Geborenen, aber sie sollen die Ruhe bewahren und das anderes regeln. Vielleicht jemand hilft dabei, wo das vermitteln kann, damit diese Spannung nicht da ist.
Weil diese Spannung ist nicht nur bei den Wiedergeborenen spürbar, was die Gespräche betrifft, sondern auch bei Steinbockgeborenen. Das werft etwas zurück. Aber das kann auch Gespräche handeln, was mit der Vergangenheit etwas zu tun. Und da ist dieser Klärungsbedarf da. Die Tierkreise zeichnen Wassermanngeborenen, erleben gerade die Bewegung im Bekanntenkreis und Freundeskreis, neue Kontakte, neue Freundschaften. Und die Wassermanngeborenen sind auch im Freizeit sehr aktiv. Aber nicht nur im Freizeit, sondern auch im Beruflichen, weil sie haben die Bedürfnis bei beruflichen Erfolg. Und sie möchten auch ihre Ideen umsetzen, dass sie die Anerkennung bekommen, dieser beruflichen Erfolg, dieser beruflichen Anerkennung. Und da ist ein Aufstieg gerade bei die Wassermanngeborenen. Die Tierkreise zeichnen Fischengeborenen, sollen intuitiv handeln. Und sie haben zurzeit Glück in die Liebe, Partnerschaft, vielleicht ist es nicht heute, sondern in die kommenden Tagen und Wochen, weil in die Liebe, Partnerschaft kommt die Stabilität. Und das fühlt sich gut an. Momentan fühlen sich die Fischengeborenen noch unsicher, aber ab morgen kommt etwas im Fluss und das ist auch eine Bestätigung für die Fischengeborenen, aber auch ein Heilenergie. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.